Ich dachte, es ging heute um die Zeugen Jehovas. Ach so. Weißt du was? Wir machen es einfach folgendermaßen. Jeder redet über sein Thema und dann passt es schon. Also offensichtlicherweise machen wir das nicht. Wir reden tatsächlich nicht über die Zeugen Jehovas. Wir sind die drei Baptistenprediger, die heute wieder Podcast-Zeit. Was meine zwei Freunde nicht wussten, ist, dass ich bereits auf Aufnahmen geklickt habe. Und jeder in der Welt weiß jetzt, dass sie eigentlich wollten, dass sie rebellisch sind. Und der eine will über Zeugen Jehovas reden, der andere will über Bibellesen reden. Aber was wir wirklich sprechen, ist über Prämillennialismus. Und das ist das erste Mal heute, wo ich das ausgesprochen habe, wo ich es fast perfekt ausgesprochen habe, preis den Herrn. Und für unsere Zuhörer, dieses ist eines natürlich unserer Fundamente für bibelgläubige Baptisten. Und ich möchte jeden vielleicht kurz zu Offenbarung 19 bringen. Offenbarung 19, Vers 11, da steht eigentlich, das ist über die Wiederkunft von Jesus Christus, Prämillennialismus oder der zweite Advent oder das tausendjährige Reich, was Millennium ist, bedeutet im Endeffekt, dass Jesus Christus vor dem tausendjährigen Reich zurückkommt. Und der Vers 11, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Jesus Christus kommt und er richtet. Er wird genannt der zweite David und so preist den Herrn. Eines ganz wichtiges Thema, weil es politisch auch sehr wichtig ist, und vielleicht die erste Frage an unseren Pastor vom nördlichsten Bereich. Wann bist du das erste Mal mit Prämillennialismus in Kontakt getreten? Ja, ich denke relativ früh, weil ich habe mich mit 23 bekehrt und ich habe sehr viele Kassetten gehört und Videoaufnahmen von meinem damaligen Pastor, der heute im Himmel ist, wo ich dann später die Bibelschule gemacht habe. Ich habe seine Predigten gehört. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich dieses Wort Prämillennialisten bei ihm gelernt habe, aber die Lehre von der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus war ich sehr, sehr früh in meinem Glaube damit ausgesetzt. Ich könnte das natürlich nicht korrekt einordnen in die Bibel, aber ich habe das sehr, sehr früh gehört. Und vielleicht sage ich dazu, was für ein Segen es ist, wenn jemand von Anfang an die richtige Lehre lernt. Das hilft, dass man das alte Zeug nicht ausmisten müssen. So, ich bin relativ früh mit der richtigen Lehre damit angefangen. Wie würdest du sagen, ist diese richtige Lehre? Kannst du vielleicht mal, ich habe es ein bisschen probiert zu definieren, aber dass unsere Zuhörer vielleicht auch mal von jemand anderem hören. Wie würdest du das am besten definieren? Ja, Paulus schreibt ständig davon, dass er den ganzen Ratschluss Gottes, aber auch gesunde Lehre an seine Zuhörer gegeben hat. Und zu dem Thema von Prämillennialismus, das ist fast immer mit einer gewissen Gruppe von Menschen gebunden. Und die Leute, die die Bibel für wortwörtlich hält und nicht allegorisch, die Leute, die die Bibel recht teilen, die Leute, die glauben an ewiges Leben, die Leute, die glauben an die bevorstehende Rückkehr des Herrn Jesus Christus, das ist immer mit einer gewissen Lehre dann verbunden worden. Und vielleicht hat nicht viele das Wort Prämillennialisten gehört, aber das ist so, das bindet man mit einem gewissen Lehrsystem zusammen. Wie ich sagte, dass man die Bibel recht teilt. Das ist durch die Wiedertäufe, seit die Frühkirche, die Frühgemeindezeit, war das verbunden mit den Wiedertäufe. Und jetzt, wo dann später in der Reformationszeit oder bei der Gründung der katholischen Kirche, die 4. Jahrhundert, ist dann dieser Blick von Prämillennialisten, und das Wort, vielleicht versuche ich das kurz zu definieren, Prä heißt vor, Milli heißt 1000, wie Millimeter, 1000.
Und Annus ist Jahr, so vor den 1000 Jahren Reich des Herrn Jesus Christus. Und das spricht schon Bände allein das Wort. Aber ab die Gründung von der katholischen Kirche sind die davon weggekommen. Und ich erlaube vielleicht jemand anders über das Wort die Postmillennialisten dann zu beschreiben. Aber jeder, der glaubt, die Worte ist dann wortwörtlich auszulegen, zu rechtteilen, dass die Gläubigen haben ewiges Leben in den Herrn Jesus Christus und die bald bevorstehende Rückkehr in Herrn, die sind Prämillennialisten. Vielleicht ist es ganz wichtig für unsere Zuhörer, etwas zu verstehen. Wir sind bibelgläubige Baptisten. Wir glauben, dass die Bibel das Fundament ist aller Lehre. Wir richten und unterscheiden alles nach Gottes Wort. Natürlich, das Wort Prämillennialismus oder prämillennialistisch ist nicht in Gottes Wort so zu finden. Jedoch, und das ist ganz wichtig, vielleicht um einfach ein paar Stellen auch zu zeigen, in Joel 2, Kapitel 2, Vers 1, die Bibel sagt, blase mit der Posaune zu Zion, rufet auf meinem heiligen Berge, erzittert alle Einwohner im Land, denn der Tag des Herrn kommt, es ist nahe. Wenn wir in der Bibel lesen, ich glaube, in der Bibel sehen wir immer eines, Jesus Christus, der Himmel tut sich auf, Jesus Christus kommt zurück und richtet diese Welt und dann werden 1000 Jahre Friede und Ruhe sein. Und du hast vorher den Postmillennialismus angesprochen, was ja eigentlich genau das Gegenteil, Post, oder das Wort Post, griechisches Wort, nach irgendwo, also man tut die Post versenden von nach, und das heißt, Jesus Christus sollte, oder nach dieser Idee, nach dem tausendjährigen Reich zurückkommen. Aber was wir in der Bibel sehen, und darum ist es, muss es nicht unbedingt, das ist ein Begriff, den ich sage jetzt mal, die Christen in den letzten 2000 Jahren eingeführt haben, um etwas zu beschreiben, dass eigentlich ganz klar ist, dass Jesus Christus vor dem tausendjährigen Reich zurückkommt. Und das ist insofern einfach schon einmal wichtig, weil wir dadurch eine lebendige Hoffnung haben. Ja? Und eine lebendige Hoffnung, dass Jesus Christus tatsächlich gerecht richten wird. Ich weiß nicht, Pastor Hebeling, vielleicht bist du schon mal konfrontiert worden mit der Aussage, wo ist Jesus Christus, wenn all dieses Leid passiert? Wo ist Jesus Christus, wenn Kinder so schrecklich behandelt werden? Ja, natürlich. Das ist so, glaube ich, so ziemlich das Standardargument gegen, nicht nur gegen Christentum, sondern gegen die Existenz eines guten Gottes. Und für mich ist es eigentlich völlig unlogisch, weil, beziehungsweise eigentlich ist es schon logisch, weil ich glaube, die meisten Menschen nehmen die ersten zwei Kapitel in der Bibel überhaupt nicht wörtlich. Die ersten drei, wo Gott die Welt geschaffen hat in 6 Tagen, hat 2 Menschen in Nacht in den Garten, in den perfekten, sündlosen Garten gesetzt. Mit dem einen Ausweg, wenn sie ihn nicht wollen, dass sie sich gegen ihn entscheiden können. Und nur dann ergibt es natürlich Sinn, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben, die wiederhergestellt werden muss. Und das passiert in diesem tausendjährigen Reich. Deswegen lesen wir im Alten Testament Prophezeiungen, dass 2 Flüsse ausgehen werden vom Tempel, vom Thron. Und das Tote Meer wird wieder lebendig und all diese Bäume werden kommen und das Land wird grün, weil es die zu einem Großteil, nicht komplett, aber zu einem Großteil die Schöpfung wiederherstellt. Und das passiert am Ende. Aber momentan natürlich leben wir in einer gefallenen Schöpfung, die weit weg ist von dem, was Gott jemals haben wollte. Und deswegen all dieses Leid, das ist nicht, weil Gott es so gemacht hat, sondern weil wir das in dem Sinne zu dem gemacht haben, was es jetzt ist. Ich denke, was Menschen vergessen heute oftmals, vor allem, und ich bin einer von denen, wo das Wort Christen immer weniger mag, weil das Wort Christen ursprünglich eigentlich tatsächlich die von neuen geborenen Menschen definiert hat. Heute ist alles Christ, was irgendwie im Westen, ich sage jetzt mal, ja, auch Katholiken und so weiter sind Christen. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass viele von ihnen hier im Westen reden nur immer von diesem lieben Gott und können sich nicht vorstellen, dass Gott Gericht bringt. Ja, und in Joel 3, Kapitel 4, und ich rate oder ich empfehle jedem auch dorthin zu gehen, weil die meisten Leute wissen nicht einmal, wo Joel steht. Ja, die meisten Leute wissen, ich empfehle unserer Gemeinde immer, ich bin kein Fan von diesem Bibelregister, man muss lernen, die Bibel zu kennen. Man muss lernen, die 66 Bücher zu kennen. Aber unabhängig mal davon, in Joel 3, Vers 4, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und
Bruno Murphy, die, ich gehe davon aus, auch in Gießen hast du mit Christen zu tun, die sich so etwas gar nicht vorstellen können. Ein schrecklicher Tag. Sie reden immer nur, dass Jesus Christus nur Liebe ist. Ja, nicht, dass er nicht die vollkommene Liebe ist, aber wie wirst du damit konfrontiert? Ist es für Christen überhaupt vorstellbar, so ein schrecklicher Tag? Ja, es ist meine Erfahrung, seitdem ich hier bin, dass viele Christen beschäftigen sich mit diesen Themen nicht. Und wo die es zum ersten Mal hören, die haben wirklich Schwierigkeiten, das einzuordnen in ihrem Baukasten, in ihr System, was heißt System, das den Mangel an einem System. Die haben Schwierigkeiten damit, aber in Joel, und das sind zahlreiche Stellen im Alten Testament, bis auf die Verheißungen von Abraham, dass wenn es keine Wiederkunft des Herrn Jesus Christus gibt, wenn er das nicht wieder in Ordnung stellt, es bleibt so viele Hunderte, Tausende von Verheißungen an das Volk Israel, es bleibt einfach unerfüllt, denn die werden erst erfüllt dann, wenn Jesus Christus zurückkommt. Und die meisten Leute versuchen, wie der Bruder Heberling gesagt hat, alles allegorisch anzuschauen. Und das ist im ersten Blick den Unterschied zwischen den Prämillennialisten und den Postmillennialisten. Wir glauben eine wortwörtliche Auslegung, dass Christus zurückkommt und stellt das alles wieder in Ordnung, was den Menschen zerstört hat. Und die Postmillennialisten haben Hoffnung auf den Menschen. Das ist sozusagen Humanismus, eine humanistische Einblick in das Wort, dass es gab keinen Sündenfall. Wir sind in der Lage, die Welt einen besseren Ort zu machen, und die Menschen bringen eine goldene Zeitalter für die Menschen hinein. Und das ist die zwei Weltanschauungen, was wir heute auseinandersetzen wollen, ist entweder Christus stellt die Schöpfung wieder her, oder die Menschen werden sich mit guten Werken und mit Frieden und mit Zusammenkommen davon, die Nationen, die versuchen das selber zu tun. Aber ich habe nicht viele Menschen, die sich mit Joel zum Beispiel ihre Zeit investiert haben. Aber in Römer Kapitel 8, wir brauchen nicht in dem Alten Testament in die Propheten zu gehen. Paulus sagte in Römer 8, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit Zeus und mit Wehen liegt bis jetzt, und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sonnenstellung, die Erlösung unseres Leibes. Wenn Christus kommt, er stellt alles wieder her. Die Erde wird sich erneuert. Es wird eine erneute Erde. Die wiedergeborenen Christen werden einen neuen Leib bekommen. Und das tut der Herr, nicht der Menschen. Absolut. Darf ich kurz? Ja, bitte. Hör mal auf, lass mich auch mal was sagen hier. Nee, absolut. Ich hat ein bisschen gedauert, gell? Nee, ich stimme natürlich vollkommen zu. Was ich noch einhaken möchte, ist diese allegorische Auslegungsweise, die kommt vor allem im Calvinismus auf oder im Calvinismus vor. Ich habe es gerade. Bevor du weitermachst, tu mal das Wort Allegorismus. Ja, gut, das ist gut. Eine Allegorie, so habe ich mal gelernt, ist im Prinzip eine fortgesetzte Metapher. Was ist eine Metapher? Eine Metapher ist eine Erklärung im Bild. Lehrbuchbeispiel, Achilles ist ein Löwe im Kampf. Ja, natürlich ist Achilles kein Löwe und keine Katze, sondern er kämpft wie ein Löwe, und dieses Bild verwenden wir dort. Und eine Allegorie ist, wenn ich das fortsetze. Das heißt, wenn ich sage, er kämpft mit seinen, statt mit Händen, mit Klauen, und er springt praktisch im Angriff oder so, und dann setze ich diese Metapher fort und ich ziehe sie voran. Und das muss ich machen in der Bibel, wenn ich sage, dass das tausendjährige Reich ist nur ein Symbol, symbolisch, also nur bildlich gesprochen. Dann sind die 1000 Jahre sind ein Element, die Wiederherstellung ist nicht wörtlich, sondern nur im inneren Menschen. Sie findet auch jetzt statt, dass er sichtbar wiederkommt. Und so sind dann die einzelnen Elemente, werden zu Metaphern, und das Ganze wird zur Allegorie. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Das heißt, wenn man es ganz einfach ausdrücken will, ist es alles nur symbolisch und nicht wörtlich, genauso wie es dasteht.
diese Sichtweise, dass das tausendjährige Reich nur symbolisch ist, die ist mir vor allem immer wieder im Calvinismus begegnet. Ich habe es jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, ob es entweder als Calvin oder was Bullinger hat gesagt oder geschrieben, dass das tausendjährige Reich ein jüdisches Märchen oder eine Wunschvorstellung sei. Ich müsste das Zitat daheim raussuchen. Und sie sagen, dass es diese ganzen Verheißungen von Israel sind auf die Gemeinde übergegangen. Man nennt das Bundestheologie. Yes. Und das ist ein Riesenproblem, weil ich muss sehr, sehr viel mir zurechtdeichseln, weil ich es überhaupt nicht mehr wörtlich nehmen kann. Zum Beispiel, dass das Volk Israel, was zigfach verheißen wurde, wieder ins eigene Land zurückkommt. Das konnte ich natürlich in der 1600er-Zeit sehr einfach behaupten als Calvinist. Fällt mir heute sehr, sehr schwer, weil ich sehe, dass das Volk Israel wieder im eigenen Land ist. Damals sehr unwahrscheinlich, heute eben historische Tatsache. Und all diese Dinge haben sie abgelehnt und haben gesagt, das kann man so nicht verstehen und haben im Prinzip auch dort sehr vage darüber geredet. Und ich glaube, daher kommen unter anderem weil vieles nicht wörtlich genommen wird, wie es dasteht und man sich nicht einigen kann, dass die Bibel wörtlich zu verstehen ist, kommen diese Diskrepanzen in dieser Lehre, was das tausendjährige Reich anbelangt. Und vielfach wird es auch total offen gelassen. Beispielsweise im apostolischen Glaubensbekenntnis. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja wann? Ja wie? Ja was heißt das? Habe ich als Kind überhaupt nie verstanden und es lässt alles vage, damit wir alle zusammenkommen können und einig sind, aber ohne dass wir irgendwas haben, womit wir einig sein können. Wie geht's dir damit, Bruder Frei? Ich denke, man muss es, ihr habt es am Anfang, ich sage jetzt mal ganz gut gesagt, im Endeffekt, der Mensch muss erstens mal, also eines ist sich, glaube ich, wahrscheinlich jeder ziemlich einig und das ist, dass auch wenn man es vielleicht nicht so gerne sagen würde wollen, ist es, Friede kann nur kommen, wenn vorher irgendwie in irgendeiner Form aufgeräumt wird. Ja? Das ist mal das eine. Das andere ist, unsere politischen Systeme heute zum Beispiel, leider auch die Gemeinde, ist in diese Art gerutscht, dass Demokratie der beste Weg ist, um Entscheidungen zu treffen, um dann später einen Frieden reinzubringen. Die Problematik mit Demokratie ist, es, wie der Bruder Murphy richtig gesagt hat, es ist Humanismus. Der Mensch ist das Maß aller Dinge und der Mensch, die Mehrheit, entscheidet. In der Bibel hat die Mehrheit niemals Recht gehabt. Und auf was will ich hinaus? Ich möchte im Endeffekt auf das hinaus, dass wir alles probieren auf dieser Welt. Und das schon seit dem Fall von Adam, also ich sage jetzt mal seit 6000 Jahren. Wir probieren alles, um einfach nicht zu akzeptieren, dass Jesus Christus der König der Könige und Herr aller Herren ist. Amen. Wir probieren das irgendwie zu ersetzen. Und jedes Mal, wenn ein Land das akzeptiert hatte, als Beispiel in der Geschichte, eines meiner Lieblingsstücke ist Händels Messias. Und die meisten Menschen kennen das Halleluja von diesem Stück. Natürlich, die katholische Kirche hat das geklaut, wie eigentlich alles sie klauen, was gut ist. Wenn sie etwas Gutes machen, ist es geklaut. Amen. Dort damals, als dieses Stück uraufgeführt wurde, ist der König von England aufgestanden. Er ist aufgestanden und hat seinen Respekt gezeigt und gesagt, ich diene dem wahren König. Und das ist der Jesus Christus. Und darum Offenbarung 19, Vers 16 und hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleide und auf seiner Hüfte, also ein König aller Könige und Herr aller Herren. Also ich bin kein Demokrat. Ich glaube tatsächlich, dass die reinste Regierung eine Regierung ist, wo Jesus Christus alleine regiert und wo er vorher aufräumt und wo er vorher sein Gericht bringt. Und erst dann kann ein wahrer Friede sein, solange Jesus Christus die Kontrolle hat über eine sündige Natur. Man darf eines nicht vergessen. Viele Menschen denken, im tausendjährigen Reich gibt es keine Sünde. Na, das ist nicht ganz korrekt. Der Mensch ist genauso sündig, wie er war, wie er jetzt ist. Der einzige Unterschied ist, Jesus Christus, der König der Könige, der Herr aller Herren, Gott offenbart im Fleisch, regiert.
Das ist im Endeffekt der Unterschied. Und das ist, warum Prämillennialismus so wichtig ist. Weil wenn ich das nicht glaube, dann bin ich die ganze Zeit etwas probieren am reinzubringen und etwas am Streben, nämlich diese Welt zu verbessern. Wenn die Tatsache ist, und das ist ganz wichtig, was man verstehen muss, jede Zeit, ja, endet im Abfall. Jede. Der Mensch endet immer im Abfall. Ein Haus kannst du bauen und wenn du es baust, an dem Moment, wo du es gebaut hast, ist es am besten. Von dort weg geht es nur nach unten. Das nennt man auch das Gesetz, das zweite Gesetz der Thermodynamik. Aber unabhängig davon geht es darum, dass es kann nur Friede kommen, wenn Jesus Christus kommt. Ich bin nicht, meine Aufgabe ist es nicht, diese Welt zu verbessern. Und das ist, was du heute siehst unter den neuen geborenen Christen. Sie probieren, Moral zu bringen ohne Jesus Christus. Sie probieren, Menschen zu säubern ohne Jesus Christus. Ständig wird der Name von Jesus Christus weggelassen. Die Muslimen kommen und sagen, wir sind eine Friedensreligion. Nein, ihr seid keine Friedensreligion. Die römisch-katholische Kirche kommt und sagt, wir bringen alles zusammen. Lass uns alle zum Vatikan strömen. Ganz sicher nicht. Ja. Also vielleicht, dass diese Tatsache, dass Frieden etwas ist, worauf man von Jesus Christus schaut, und das bedeutet, ich diene dem Herrn Jesus Christus mehr. Ich glaube, das ist für mich der zentrale Punkt für das ganze Prämillennialismus. Vielleicht kann ich in den Gedanken noch was einfügen, und zwar in 2. Thessalonicher 2. Ich kann mal das schon lesen. Das passt, glaube ich, ganz gut daran. Und zwar ist ja auch nochmal die Reihenfolge aufgelistet. Genau das, was er gerade beschrieben hat, nämlich, dass zuerst der Abfall kommen muss. Und das Wort Abfall taucht auch auf. Wir leben momentan in der Gnadenzeit und auch die Gnadenzeit endet im Abfall. Christentum ist heute nicht stärker, als es früher war. Und wir sind heute nicht irgendwie weitergekommen, wir haben nur größere Bunker gebaut, aber Überzeugungen und Evangelisation und Liebe zum Herrn ist nicht unbedingt mehr da. Und hier heißt es in Vers 1, 2. Thessalonicher 2 in Vers 1, was aber die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus betrifft und unsere Vereinigung mit ihm, bitten wir euch, Brüder, dass ihr euch nicht so bald erschüttern noch erschrecken lasst in eurem Sinn, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, als ob von uns gesandt, als sei der Tag Christi schon da. Das heißt, dass es auch damals schon große Uneinigkeit gab und die Leute auch damals schon zerstritten waren und es viel Irrlehre gab. Und Paulus gesagt hat, nee, Moment, wir können nicht alle das ignorieren. Es gibt nur eine richtige Meinung dazu. Und er sagt, lasset euch von niemand verführen in keinerlei Weise, denn er, wer, der Tag Christi aus Vers 2, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme, und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der da ist, der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und vorgibt, er sei Gott. Na, das ist noch nicht passiert, weil momentan gibt es keinen Tempel. Das ist der Antichrist, von dem alle auf YouTube so gerne reden. Wenn wir jetzt runterspringen zu Vers 8, da heißt es, und dann wird der Böse offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes und ihm ein Ende machen und wird und ihm ein Ende machen wird durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Und das ist sehr, sehr eindeutig von der Reihenfolge her. Das heißt, die Gemeinde fällt ab, danach kommt der Antichrist, Jesus Christus kommt zurück, bringt ihn um durch seine Ankunft und durch den Hauch seines Mundes und dann ist Jesus da und baut sein Reich auf. Das heißt, erstmal wird es richtig schlecht und danach wird es besser, genau wie es immer war, dass Gott etwas aufrichten musste, was abgefallen ist, bringt es nach oben. Ja, und dann haben wir wieder Zeit, es kaputt zu machen. Absolut. Bruno Murphy, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen, gerade von der politischen Seite, siehst du diese politisches Problem auch von neuen geborenen Christen, die heute, also man kann es direkt sagen, ja, AfD probiert wieder dieses deutsche Ding reinzubringen, andere probieren, wir haben das in Amerika mit der Tea Party, wir haben das in vielen Ländern. Ich verstehe es zum Teil, und doch, ich bin der persönlichen Überzeugung, wenn ich die Bibel lese, ist der falsche Kampf. Aber was denkst du? Ja, ich komme aus einer Gemeinde in Amerika, die sind ziemlich neutral und eher negativ gegen alle Politik. Ob es Demokraten oder Republikaner. Als der Trump gewählt wurde,
Die haben einen Artikel geschrieben, ihr setzt eure Hoffnung auf den falschen Mann. Und ich versuche einen Ausgleich zu finden. Ich meine, die Politiker, mir ist egal, ob es links oder rechts oder irgendjemand, der eine vollkommene, ausgewogene Plattform gefunden hat, die Politiker können das nicht einbringen, was Jesus Christus allein einbringen wird. Und ich komme gleich dazu. Wobei, ich sehe das nicht verkehrt, wenn ein Christ sich für die Regierung, weil wir dafür befohlen sind, dafür zu beten, ja, dass ein Christ sich wählen sollen. Ich meine, wir müssen immer noch in dieser Welt leben und wir sollen beten, dass wir ein ruhiges Leben und unser Glaube ausführen dürfen. So, ich bin nicht total gegen Politik, die Politik. Ich bin dafür, dass Christen sich da mehr engagiert, indem dass sie sich dafür beten sollen. Aber niemals, man soll sich niemals verzweifeln. Mir ist egal, ob es die AfD ist oder die CDU oder es eine neue Partei aufkommen wird. Niemand kann das wieder in Ordnung bringen, was der Mensch zerstört hat. Weil Gott hat den Adam damals praktisch ein Reich in seine Hand gegeben. Und Adam hat diese Recht verloren. Und seitdem, laut der Bibel, ist diese Welt in die Hände des Satans, der ist der Gott dieser Welt genannt worden. Und die Politik kann das nicht in Ordnung bringen, was unter die Hände und die Führung des Satans dann gegeben worden ist. Du hast das vor kurzem, der Jesus Christus kommt wieder und er trägt viele Kronen. Christus wird. Und vielleicht komme ich zu ein paar praktischen Dingen, weil vielleicht unsere Zuhörer haben kein großes Interesse über Politik oder irgendwas zu hören. Es gibt Gründe, warum man an den Prämillennialismus glauben sollte. Wenn man nicht an den Prämillennialismus, der Wiederkommen des Herrn Jesus Christus kommt vor sein 1000-Jahr Reich, dann wird Christus nicht gekrönt. Das ist die Krönung Jesu Christi als König, König der Könige. Und bei seiner Geburt, es wurde Maria gesagt worden, diese wird groß sein und die Sohn des Höchsten, das ist in Lukas 1, 32, diese wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Das ist der Zeit, wenn Christus auf die Erde kommt, er wird König in Jerusalem herrschen und der wird über diese ganze Welt herrschen und die Welt wird unter seine Herrschaft dann stehen. Satan übrigens ist in Offenbarung Kapitel 20, ein Kapitel weiter, wo du das vorgelesen hast, ist Satan für 1000 Jahre gebunden worden. Und das ist ein riesiger Teil unseres Glaubens zu sehen. Wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, es wird ein Strafgericht auch an der Satan, der wird 1000 Jahre gebunden werden. Ich habe eine eigentlich der größte Freikirche hier in unserer Gegend hat eine von unseren Mitgliedern gesagt, es gibt kein 1000-Jahr Reich in der Bibel. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 bis 6, 6 Versen, kommt das Wort 1000 Jahre 6-mal vor. Amen. Und das ist ein Beweis dafür, obwohl das Wort Prämillennialist ist nicht in der Bibel gefunden worden. Die Gedanken, dass Christus 1000 Jahre hier herrschen wird, ist eindeutig zu sehen. Und zu dieser Zeit wird Christus gekrönt, er regiert für 1000 Jahre. Die Juden werden auf die Spitze der Regierung kommen und dieses Land, diese Erde wird den Juden gehören. Satan wird gebunden, die Erde wird erneut werden. Und eine sehr schöne Stelle, du hast das erwähnt, und ich habe die Stelle hier verloren, aber das ist in Zephania. Wenn man in Zephania schauen würde, ist genau die Stelle da, was du zitiert hast. Der Ersehnten der Nationen wird kommen. Die Bibel sagt in Zephania Kapitel 3, in Haggai Kapitel 2. In Haggai Kapitel 2, Vers 7. Und ich werde euch alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Was ist der Ersehnte aller Heidenvölker? In Haggai Kapitel 2, Vers 9. Da steht hier am Ende des Vers, an diesem Ort will ich Frieden bringen. Es wird 1000 Jahre von Frieden hier auf diese Erde gebracht werden. Übrigens, das ist bei der UNO-Gebäude in New York. Die haben
die haben einen Spruch aus Jesaja da gedrückt, dass sie dann Frieden auf die Erde bringen werden. Und die haben Gott komplett aus diesem Spruch dann ausgelassen. Und die Grundierung von der UNO war mit den Gedanken und der Hoffnung, dass die UNO dann Frieden auf die Erde bringen wird. Und das ist lächerlich. Die UNO ist dann selber dann angezeigt für Vergewaltigung, für Kriegsverbrechen. Die Einzige, der Frieden bringen kann, ist Jesus Christus. Und er bringt das mit, wenn er auf die Erde wiederkommt. Und er kommt, um hier 1000 Jahre zu regieren. Und ich habe 4, 5 praktische Dinge, was jeder Christ sich dafür interessieren sollen. Sie müssen eine Entscheidung machen, auf welcher Seite diese Linie in ihr steht. Werden die Menschen das alles vorbringen oder wird Christus allein das tun? Ja, und das ist, ich sage jetzt mal genau, im Endeffekt der Punkt. Also du hast zwar vorher gesagt, viele, vielleicht die einen Zuhörer interessieren sich nicht für Politik. Mag sein, ich kann aber nur eines sagen. Wenn man sich nicht dafür interessiert, heißt das, die Bibel sagt, man ist wissentlich unwissend. Es beschäftigt unser Leben. Und die Tatsache ist, dass ich jetzt, man sieht eine Bewegung überall, in alle Seiten, wo Menschen oftmals sehr schnell können auf den falschen Pfad kommen. Und ich habe einen Bekannter, Jakob Czarnke, er ist in der Nähe von mir, der in Deutschland sehr bekannt wurde, hat dann damals die AfD, ich glaube, die AfD wurde groß, vor fünf Jahren, kann das sein? Ungefähr, ich glaube, so richtig bekannt, 5, 6 Jahre. Gegründet worden, ja. Irgendwie so, ja. Ja, und er hat sie stark unterstützt und hat dann vieles, und ich habe ihm damals gesagt, habe ihm gewarnt, hör zu, ich verstehe, was du tust, und aber du darfst nie vergessen, wir predigen Jesus Christus. Und das heißt nicht, dass ich keine Meinung habe, das heißt auch nicht, dass ich nicht eine starke Überzeugung habe, aber ich probiere sie immer zu gründen aufgrund von Gottes Wort. Und im Endeffekt, und das ist, was ich sagen kann, erstens, ich persönlich als Christ, ich schaue natürlich auf die Trompete, die erklingt, und dass ich entrückt werden kann. Zweitens, ich freue mich, wenn Jesus Christus nach unten kommt auf diese Erde und regiert für 1000 Jahre, unabhängig davon, ob die Menschen das glauben oder nicht. Gottes Wort spricht und Gottes Wort ist klar. Und Gottes Wort kann man nicht belügen. Und übrigens, und das ist ganz wichtig, Gottes Wort ist nicht geschrieben für Professoren und für all die ganzen Superstudenten. Und hier ist der Grund, warum. Kein Mensch auf dieser Erde, der die Bibel liest, würde jemals sagen, wie Bruder Murphy richtig gesagt hat, Offenbarung 20, es kommt 6-mal vor. Was heißt das? Jeder denkende Mensch würde sagen, hey, Jesus Christus kommt für 1000 Jahre zu regieren. Diese Dinge wie Postmillennialismus, Amillennialismus, also kein 1000-jähriges Reich, kommen von Unis oder von Bibelschulen wie Cambridge, Oxford, Yale, Harvard. Das sind alles ursprünglich Bibelschulen gewesen und sie haben noch nicht einmal etwas Gutes gebracht. Und der Grund, warum sie nichts Gutes bringen, ist, weil sie Gottes Wort nicht glauben, sondern kritisieren. Darum kommen sie hin und sagen, als Jesus Christus die Pflanzen machte, waren die Pflanzen nachher ein paar Millionen Jahre ohne Sonne. Ja? Was einfach vollkommener Quatsch ist. Ja? Der Abend und der Morgen, das war der erste Tag. Und jeder Mensch sagt, das waren 24 Stunden. Studierte Menschen, was wollen wir damit sagen? Wir möchten sagen, hey, lass uns, und wie ich immer wieder sage, ich kann es fast jede Stunde wiederholen, entweder du gehst zurück zur Bibel oder du gehst zurück in den Dschungel. Und du gehst dorthin zurück und probierst Dinge zu tun, die niemals funktionieren werden, weil das nicht die Aufgabe ist von einem Menschen und auch nicht die Aufgabe von der Gemeinde. Und vielleicht noch, Bruder Hebeling will sicher etwas noch dazu sagen, aber die Tatsache ist, wie er richtig sagte, Israel und die Gemeinde sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, 1. Korinther 10. Und wir sind nicht an die Stelle von Israel gekommen, wir sind auch vom Samen von Abraham, Galater 3. Und so im Endeffekt, und das ist ganz wichtig zu verstehen, wir als Gemeinde heute, wir schauen nicht auf ein Reich, das reinkommt, sondern wir schauen nach oben. Absolut. Und danke, dass du mir noch das Wort gibst. Ich muss sagen, ich höre dir ja sehr, sehr, sehr gerne zu. Und manchmal, wenn ich die Augen zumache oder wenn ich die Bibel lese, dann höre ich deine Stimme. Diesen Schweizer Akzent, das mag ich ja eigentlich. Nee, ich... Es wird die zukünftige Sprache sein im tausendjährigen Reich. Ja, absolut. Ja. Wobei ich habe immer überlegt, was wenn sie im Himmel Hebräisch sprechen, ob sie Deutsch in der Hölle sprechen und alle Ach rufen. Oh
Okay. Er ist nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Humor. Der Humor ist nicht heilig. Na gut. Wir waren... Er hat den Faden verloren. Ja, Humor in der Bibel. Nee, ich habe den Faden noch. Ich wusste gar nicht, dass sie in Heidelberg Humor haben. Ab und zu, aber nur einmal im Jahr. Jetzt ist wieder gut für den Rest des Jahres. Normal gehe ich ja in den Keller zum Lachen, weißt du? Also, okay. Okay. Warum die Politik oder beziehungsweise die Entwicklung durchaus wichtig ist zu beobachten, weil es praktisch das darstellt, was in der Bibel beschrieben ist. Momentan kommen alle Länder zusammen, ähnlich wie damals beim Turmbau zu Babel in 1. Mose 11, und versuchen zusammen etwas zu bauen und dieses UNO-Ding aufzubauen. Und da haben sie ja geschrieben, da Schwerter zu Pflugscharen. Vergessen aber, dass an anderer Stelle steht, Pflugscharen zu Schwerter. Und versuchen momentan dieses Friedensding aufzubauen. Und was ganz spannend ist, alle warten darauf, dass ein Mann kommt, der Frieden bringt. Und diese Lehre ist nicht nur einfach nur theologisches Gewäsch und Zeug, über was sich studierte Leute streiten. Nee, ganz im Gegenteil. Es macht eine riesen Auswirkung, was du glaubst auf dein Glaubensleben, nämlich worauf du wartest. Und was ich mit viel Sorge beobachte und was zum Running Gag hier geworden ist, ist dieses ständige Schwätzen über den Antichristen. Natürlich, unser Standardbeispiel ist, wenn du einen Haufen Views haben willst auf YouTube, dann rede ständig über den Antichristen. Und das ist das, womit sich Leute beschäftigen. Leute sagen, 5 Jahre lang angeblich suchen sie Gemeinden, was natürlich vollkommener Quatsch ist, die wollen einfach nicht in Gemeinden gehen, aber sie hören sich überall diese Sachen an und wissen mehr über den Antichristen als über den Herrn Jesus Christus. Amen. Ja. Und ich warte nicht auf einen Antichristen. Mir ist, Amen. Muss mal krass zu sagen, ziemlich wurscht, wer das ist, weil wenn der Amen. Auftaucht, dann packe ich meine Koffer. Amen. Übertragen gesprochen, weil ich bin dann hier raus. Ja. Und wenn der loslegt, dann bin ich schon lange weg. Und diese Leute, die auf den Antichristen warten, die haben im Prinzip, ob sie es unterschwellig und unterbewusst, haben die eine postmillennialistische, schweres Wort, eine andere Theologie. Sie sagen, ich muss nicht auf die Trompete warten, ich warte nicht, dass der Herr kommt und mich heimholt. Und das kann jeden Tag sein. Nee, ich warte auf den Antichristen. Sie beschäftigen sich so viel mit Israel, mit der Politik, mit der UNO, mit Verschwörungen oder Theorien davon. Und das ist sehr, sehr schade. Weil es gibt so viele Organisationen, die total falsch liegen, wenn es um Jesus Christus geht, die genau das auch tun. Und mit denen möchte ich nicht assoziiert werden. Ich glaube, die 3 größten und die 3 wichtigsten sind die sogenannte katholische Kirche, diese Institution, die große Gebäude bauen, weil sie nicht glauben, dass alles niederbrennt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Sie glauben, dass sie das durchretten können und Jesus die Schlüssel geben können, die Schlüssel zurückgeben, die sie glauben, dass sie haben. Die UNO tut es und die Juden tun es auch. Die Juden warten auf den Messias. Und alles 3, das ist super spannend, alle 3 sind sich in dem Sinne einig, dass sie auf einen Messias warten, der Frieden bringt, ohne zuvor Gerechtigkeit zu bringen. Und das ist absolut relevant, dass die Trübsal so sich entfalten kann, wie sie es wird. Und das ist auch dieser Geist von der Welt. Die Welt, guck mal, was die Welt mit Weihnachten macht. Ich fand es lustig, Bruder Murphy hat jetzt ein Video hochgeladen auf YouTube über Weihnachten. Mitten im Juni. Aber das geteilt. Ja, ich weiß. Ich nehme es aus dem Kontext und nehme es allegorisch, weißt du? Nee, aber bei Weihnachten passiert genau das Gleiche. Bei Weihnachten kommt auch diese komische Theologie durch. Und zwar, es heißt, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden den Menschen auf Erden. Amen. Was hörst du jedes Weihnachten wieder? Friede auf Erden. Friede den Menschen auf Erden. Ohne dass Gott zuvor in der Höhe Ehre bekommt. Amen. Und wir denken, wir können das entkoppeln und trennen. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird erst Ehre Gott in der Höhe gegeben. Das heißt, Gottes Wort und Gottes Gerechtigkeit wird durchgesetzt. Und danach kriegen wir Friede auf Erden. Und nicht umgekehrt und nicht ohne das andere. Perfektes Schlusswort. Kann man nicht besser sagen. Bruder Murphy, betest du für uns. Himmlischer Vater, wir sind sehr dankbar, Herr, wo wir angefangen haben, über die gesunde Lehre zu sprechen, Herr. Das ist nicht von uns ausgekommen. Wir haben dir zu danken, Herr, dass wir das ausgesetzt wurden. Und wir hoffen und beten, dass dieser Podcast viele Menschen an die gesunde Lehre aussetzen wurden.
und was, dass bei deiner Wiederkunft, Herr, die sowieso bei dir nach oben geholt werden, und die müssen sich nicht fürchten, dass wenn du wieder auf diese Erde kommst, dass sie deinem Strafgericht ausgesetzt werden. Vater, ich bete, dass durch diesen Podcast, Vater, dass viele Menschen da an die Wahrheit ausgesetzt und zu die Wahrheit kommen wird und dass dein Name verherrlicht wird. Und ich bete, Herr, für die treuen Christen, die hier ins Land verstreut sind, Herr, dass sie dann eine Liebe zum Wort und dass sie hier unser Podcast finden können, dass wir Netzwerken da von Christen da finden können, Vater, und letztendlich, dass dein Name verherrlicht wird, ist unser allergrößtes Gebets- und Gebetsanliegen. Segne du dein Wort, Herr, und wir beten für unser Land, die Politik. Herr, wir sehen, dass es ein großer Aufruhr in den USA und es breitet sich, Vater, in jedem Land aus. Und das ist eine sehr, sehr parabel Beispiel, wie die Menschen sind nicht, die sind nicht in der Lage, Frieden zu bringen, nur Unruhe. Und Vater, schaff du uns Frieden in unser Herzen. Schaff du uns, Herr, einen gesunden Verstand von deinem Wort und von der Lehre. Wir beten, Vater, dies in den Namen Jesu Christi. Amen. 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 Ich möchte vielleicht noch schnell zum Schluss sagen, wir probieren tatsächlich unseren Podcast irgendwie 30 Minuten zu machen, aber man muss eines sagen, dieser Podcast ist wichtig, er zeigt, jeder Zuhörer kriegt die einmalige Gelegenheit, von 3 Baptistenpastoren etwas zu hören. Das ist außerordentlich, ich glaube, es ist außerordentlich, das zu bekommen. Und hey, ich höre Podcasts, wenn ich joggen gehe, wenn ich Radfahren gehe, wenn ich im Fitnesshandeln rumtrage, was ich nur tue, um Spaß. Und so, ja, wir freuen uns auf den Montag. Nächster Podcast am Montag. Es geht um eines meiner Lieblingsthemen. Tatsächlich, wir reden über, warum sollte ein von neuem geborener Christ die Bibel lesen? Amen. Und ich freue mich darauf. Ich kann nur sagen, hört auch wieder am Montag rein, klickt bei dem Podcast, Ding, wo ihr seid, tut den Kanal abonnieren und so ihr kriegt immer wieder neue Informationen zu verschiedensten biblischen Themen, Politik reden wir auch über aktuelle Themen, so preist den Herrn. Und wir möchten allen ein schönes Wochenende wünschen und jedem wirklich auch nochmal ans Herzen legen, glaube der Bibel mehr als irgendjemand. Amen.